Willkommen zu einem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Wie wir alle wissen, nimmt unser erworbenes Wissen im Laufe der Zeit ab. Je nachdem, um welches Wissen es sich handelt, sieht dieser Prozess jeweils anders aus. Jedenfalls ist es so, dass gemäß einem Modell das berufliche Fachwissen ebenfalls exponentiell abfällt und eine Halbwertszeit von 5 Jahren hat. Wir sollen nun in der obigen Abbildung den Verlauf dieses Wissens darstellen, und zwar im Intervall 0,15. Halbwertszeit von 5 Jahren bedeutet, dass also immer nach 5 Jahren sich das jeweils vorhandene Wissen halbiert. Das heißt, gehen wir zu Beginn von 100% aus, so haben wir nach 5 Jahren noch 50% vorhanden. Zu Beginn 100% nach 5 Jahren. 50% nach weiteren 5 Jahren sinkt dieser Wert weiter ab auf ungefähr 25%. Und nach weiteren 5 Jahren, und somit sind wir auch schon bei 15 Jahren angelangt, auf 12,5%. Nun müssen wir nur noch den entsprechenden Funktionsgraphen zeichnen, dabei vor allem darauf achten, dass dieser streng monoton fallend ist und nirgendwo einen Knick aufweisen sollte, dass man schön diesen exponentiellen Verlauf erkennen kann. Und schon haben wir das Beispiel richtig gelöst.